Moin, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, eine Pause im Liegestuhl, das wäre eine schöne Sache, geht aber nicht, weil hier geht es Schlag auf Schlag weiter. Denn der liebe Timo von dem Kanal Vinyl und hat die nächste Challenge gestartet. Und zwar seine German Vinyl Challenge, quasi die Staffel 2. Er hat ja 2023 angefangen. Da haben 18 Kanäle Fragen eingereicht, die man anhand von seinen Schallplatten lösen musste. Dieses Jahr waren mehrere Kanäle dabei. Ich glaube, es waren 36, weil es einfach mehr Kanäle gibt mittlerweile. Und da musste das Los entscheiden. Da hat sich der Timo was ganz Besonderes einfallen lassen. Er hat einen Livestream gemacht. Und in diesem Livestream wurde dann quasi so ein Glücksrad eingeblendet, wo dann quasi ausgelost hat, welche Fragen mit dabei sind. Meine Frage ist leider nicht dabei, aber trotzdem macht es mir genauso viel Spaß mitzumachen. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt hier alle Fragen zu lösen. Eins vorweg, ich habe schon drüber geschaut, zwei Fragen kann ich definitiv nicht lösen. Und eine Frage ist so, naja, so halb gelöst oder viertels gelöst. Aber egal, es soll ja Spaß machen, deswegen verlieren wir keine Zeit. Starten wir direkt, denn es ist ja doch ein bisschen Arbeit, hier die 18 Fragen zu beantworten. Und los geht's. Ich habe mir hier so ein paar Blätter ausgedruckt, da stehen die ganzen Fragen drauf und die gehen wir jetzt nacheinander durch. Frage 1. Was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung, Rarität oder persönlicher Grail? Dieses wurde eingereicht von Planet auf Platte. Da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das hat damals der Kayo von Mosspit Passion als kleine Challenge veranstaltet. Deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal dieselben Platten holen und habe was anderes mir ausgesucht, wo ich sehr stolz bin, dass ich es habe. Und zwar einmal von der Band Nothing But Thieves, die haben hier dieses wunderbare Album, das Doppelalbum rausgebracht, 2022, Moral Panic, The Complete Edition, also 1 und 2. Das kam vorher schon mal raus auf zwei verschiedenen Platten und ich habe jetzt hier die handsignierte Platte auch. Die konnte man so bestellen, ich habe die so bestellt und deswegen ist es für mich was Besonderes, weil man bekommt sie eigentlich jetzt fast nicht mehr, beziehungsweise also mit den Unterschriften glaube ich nicht mehr. Das war limitiert. Die Platte an sich bekommt man noch und ein Discogs habe ich mal geschaut. So, ich glaube, so um die 70 Euro wird sie mittlerweile gehandelt und ist ja noch nicht so alt jetzt. Was ist das für eine Band? Das ist eine Band, die 2012 gegründet wurde. Eigentlich eine Rockband, geht aber hier eher so in die Richtung Independent Alternative Rock. Ich finde es sehr abwechslungsreich. Klingt manchmal wie die Killers. Ein paar Lieder klingen so ein bisschen nach Muse. Manche Sachen klingen wieder ganz anders. Also was Ruhiges dabei, was Lautes dabei. Klingt auch teils sehr elektronisch, haben aber auch fette Gitarren am Start. Also ist eine sehr, sehr interessante Platte, auf Sony erschienen und deswegen für mich ein Holy Grail. Kommen wir zur Frage 2, die da lautet, besitzt du eine Schallplatte, dessen A-Seite sich qualitativ sehr von der B-Seite unterscheidet, wurde eingereicht von Die Vinylhöhle. Fand ich eine sehr interessante und auch schwierige Frage. Habe trotzdem ein Album gefunden. Was mir nicht ganz so klar war, ging es da um einen klanglichen Abfall auf der zweiten Seite oder ging es da eher so um die Titelauswahl, dass die auf der zweiten Seite nicht mit der ersten Seite mithalten kann? Ja, man kann beides beantworten. Und ich habe mich hier entschieden für das Album von Pearl Jam, und zwar das Album 10. Ganz bekanntes Album, kam 2017 nochmal raus auf einer Neupressung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auf der ersten Seite sind nur Knaller und auf der zweiten Seite flacht es bei mir, finde ich, relativ stark ab. Also man kann beide Seiten gut hören. Aber wenn man die erste Seite holt, da ist zum Beispiel drauf Evenflow, Alive ist drauf, Jeremy, Black. Das sind so, ja, das sind so die Sachen, mit denen ich groß geworden bin, früher mit Pearl Jam. Und auf der zweiten Seite, ja, finde ich, plätschert es langsam so dahin. Wie gesagt, man kann es immer noch gut hören. Aber ich finde, das ist kein Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Seite. Von daher wäre das meine Antwort auf die Frage Nummer 2. So, bei der nächsten Frage musste ich etwas schmunzeln. Und zwar hat der Kayo von Mosspit Passion beim Livestream vom Timo schon so ein bisschen in den Kommentaren mit mir geschrieben und dachte, bei dieser Frage haben wir bestimmt denselben Künstler, beziehungsweise dasselbe Album. Denselben Künstler haben wir, dasselbe Album nicht. Und zwar, ich lese mal die Frage vor. Welche aktuelle Platte einer deutschen Band oder Interpret würdest du einem oder einer fremdländischen Freundin oder Freund empfehlen?
Ich habe mir einen Künstler ausgesucht, den ich relativ neu bei mir in der Plattensammlung habe. Und zwar geht es um den Künstler Stoppock. Der hat ein Album rausgebracht, ganz neues jetzt, Teufelsküche heißt das. Das ist auch das Album, was der Kaio gemeint hat, was ich vorstelle. Ich habe mich aber entschieden für das Album, das auch relativ neu ist, kam 23 raus, und zwar das Album Happy End im Lalaland. Das ist jetzt 30 Jahre auf dem Markt, kam jetzt als Neuveröffentlichung. Auch eine limitierte Version, ich kann es mal zeigen, die ist in so einem wunderbaren Gelb-Orange gehalten. Kam mit gefütterten Hüllen an und alles. Also das war wirklich große Klasse. War ich sehr, sehr begeistert und überrascht. Zu Stoppock selber. Ist ein Künstler aus dem Ruhrgebiet, wohnt jetzt in Norddeutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher von ihm nur ein, zwei Sachen gekannt. Ich war so begeistert, wie ich letztes Jahr auf seinem Konzert war. Da hat er alleine auf einem Cajon gesessen, hat eine Akustiklampe umgeschnallt und hat dann den ganzen Abend alleine den Saal unterhalten. Und es war so, so genial. Er spielt ja generell auch mit kompletter Band. Oder auch akustisch und solo. Seine Texte sind heute wie früher zeitgemäß. Es ist eine Mischung aus Blues, Rock. Also es ist ein Virtuose auf der Gitarre, von der Sprache her, von seinen Songtexten. Das ist ein Ausnahmekünstler sondergleichen. Das wäre auf jeden Fall ein Künstler, wo ich einem fremdländischen Freund oder Freundin empfehlen würde. Das muss man sich einfach mal anhören. Also Kaio, Grüße gehen raus. Unser gemeinsamer Freund Stoppock. Frage Nummer 4, eingereicht von Guidos Plattenkiste. Und zwar, hast du eine Platte, auf der entweder 3 Gitarristen, 2 Schlagzeuger oder 4 Vokalisten am Start sind? Klammer auf, kein Orchester oder Chor. Klammer zu. Da war ich relativ schnell fertig. Und zwar habe ich mir hier stellvertretend mal das blaue Album von den Beatles geholt. Das sind die Hits drauf von 1967 bis 1970. Das ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Octopus Garden hat Ringo Starr, der Schlagzeuger für die Beatles, gesungen. Und ansonsten, die anderen Titel sind alle von John Lennon und Paul McCartney. Da wäre zum Beispiel hier Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, I'm the Virus, Lady Madonna und so weiter und so fort. Also alles die Klassiker. Ich zeige es mir nochmal. Hier das blaue Album vorne, das blaue Album von hinten. Und das ist sogar noch eine Originalpressung von mir. Ich zeige mir noch kurz die Platte. Einfach schwarz mit dem typischen Apple-Aufdruck. Ja, und das war meine Antwort zur Frage Nummer 4. Frage Nummer 5 kommt von HiFi Anonym. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich auch nicht richtig beantworten kann. Und zwar heißt die, hast du eine Live-Platte, die auf einem Konzert bzw. während einer Tournee aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst? Verrate uns, woran du dich besonders gut erinnerst. Ich habe tatsächlich keine Schallplatte, wo ich auf einem Live-Konzert war, wo dann praktisch als Platte aufgenommen wurde. Aber ich habe trotzdem irgendwas Kleines gefunden, was so in die Richtung geht und soll ja der Unterhaltung dienen. Ich möchte es euch trotzdem zeigen. Und zwar war ich auf einem Live-Konzert in Saarbrücken in der Garage. Da waren die Fantastischen Vier und das war damals das Album Rekord. Und das ist hier so ein Kästchen. Und es war so, dass damals das komplette Konzert aufgenommen wurde. Man konnte sich am Ende des Konzerts hier diesen USB-Stick kaufen, der in Form eines Kassettenrekorders ist. Und darauf war dann die erste Hälfte vom Konzert, die mitgeschnitten wurde. Die zweite Hälfte musste man sich dann abends herunterladen, konnte ja logischerweise noch nicht auf dem Stick dann drauf sein. Kann man hier so abziehen und sich dann ganz normal in den Computer stecken und hat dann einen wunderbar aussehenden, zum Album passenden Kassettenrekorder. Und das fand ich eine pfiffige Idee, machen ja viele Bands. Das fand ich eine gelungene Idee, habe es mir direkt gekauft, qualitativ sehr gut. So sieht, wie gesagt, das Cover aus. Ja, diese Aufgabe leider nicht gelöst, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil ich die Idee ganz lustig fand. Frage Nummer 6 kommt von Vorhang auf und da lasse ich auch was einfallen lassen. Und zwar, kannst du aus Schrott Gold machen? Präsentiere uns eine Platte, die dir nicht gefällt, so als wäre sie super toll. Ironie an. Leute, eine Band aus Deutschland erobert die Welt, genau genommen aus großen Kneten. Auf diese Band hat die Welt gewartet. Es handelt sich um niemand anderes als um Trio mit ihrer Hitsingle Da Da Da. Freunde, das darf in keinem Regal fehlen, das muss in jedes Plattenregal. Selbst die deutsche Fachpresse schreibt, eine Perle des deutschen Musikgutes. Lyrisches Feuerwerk gepaart mit raffiniertem Gitarrenspiel.
weiterhin Tramparts Designesgleichen suchen. Freunde, das kann ich nur unterschreiben. Das ist eine Platte, die muss ins Regal. Schaut sie euch an, von hinten, von vorne. Mit dem schönen Vintage-Look. Ich finde keine Worte mehr dafür. Und mit dem Rabattcode Vinyl und bekommt ihr nochmal 20% auf diese Platte. Also sie ist nochmal 20% teurer. Schreibt doch bitte in die Kommentare unter Hashtag Unnötiges auf Vinyl, ob ihr genauso geflasht seid wie ich von dieser Platte. Das würde mich sehr interessieren. Also, das Ding muss in euer Regal. Unbedingt. Kaufen, kaufen, kaufen. Frage Nummer 7 kommt von The Malt Head. Ein relativ neuer Kanal. Ich glaube, der beschäftigt sich normalerweise eher mit Whisky. Der hat einen ganz tollen Geschmack und hat dann eine ganz tolle Auswahl schon präsentiert. Also unbedingt mal vorbeischauen bei dem Kanal. Und er hat auch ein paar Schallplatten, die er vorstellt. Und deswegen hat er auch folgende Frage eingereicht. Welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Fangen wir mal mit dem zweiten Teil an. Warum? Ganz einfach. Damals in der Zeit, wo die CDs in waren, habe ich mir alles auf CD gekauft. Jetzt, wo ich nochmal Schallplatten vermehrt sammle, gab es halt die ein oder andere Album-Neuerscheinung, die ich mir dann gekauft habe, weil ich es einfach auf Schallplatte haben wollte. Es gibt mehrere, wo ich da jetzt habe. Ich habe jetzt nur mal stellvertretend jetzt zum Beispiel hier mal von Fury and the Slaughterhouse ihr Album Mono mir rausgeholt. Das ist eine 30 Jahre Mono limitierte Edition. Da gibt es 2000 Stück davon. 180 Gramm und es ist ein farbiges Vinyl. Es ist nur eine Scheibe drin, aber die ist super schön gemacht. Ich zeige dir mal ganz kurz so einen grau-schwarzen Splatter-Look. Wie gesagt, 180 Gramm, klingt fantastisch, ist schön plan, macht eine Freude, die Platte anzuhören auf CD und erst recht auf Vinyl jetzt mittlerweile bei mir. Von daher, das ist meine Antwort. Und der Frank wäre ja nicht der Frank, wenn nicht noch was von James Last käme. Das muss ja jetzt sein, oder? Und zwar einmal hier Trumpet A Go-Go von James Last. Da habe ich auch passend dazu das Tonband. Ja, das muss jetzt einfach sein, sonst heißt das nachher noch, der Frank geht seinem Musikstil fremd. Also von daher Trumpet A Go-Go, James Last, auch auf zwei Formaten bei mir im Regal. Frage Nummer 8 von Vinyl und mehr. Und zwar will er wissen, welche Schallplatte hörst du am häufigsten mit deiner Partnerin, deinem Partner oder mit deinen Freunden? Das gehe ich dann in zwei Teile gliedern. Erstmal Partnerin, also quasi meine Frau. Die hört zum Beispiel gerne Ed Sheeran. Da habe ich mal das Album rausgesucht von 2022. Was wir auch manchmal zusammen hören, ist Crow, das ist das MTV Unplugged Album. Das kam raus 2000, ich muss lügen, 13 glaube ich. 2013, wunderbares Album, Doppelplatte, ist ein stabiler Karton, klingt wirklich sehr gut und eine abwechslungsreiche Platte mit viel Bläser, Streicher und so weiter, halt wie die MTV Unplugged Geschichten aufgenommen worden sind. Des Weiteren noch etwas Aktuelleres, die neue Platte von Joris, Willkommen, Goodbye, die kam 2022 raus. Da ist zum Beispiel auch die Single-Auskopplung Willkommen und Goodbye passend zum Titel des Albums drauf. Ist auch eine wunderbare Platte, höre ich auch selbst sehr gerne. Von daher, das sind so die drei Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind zu meiner Frau und mir. Dann habe ich einen guten Freund, wenn der kommt, legen wir sehr gerne Placebo auf. Hier das Album Never Let Me Go. Das kam 2022 raus, ist ein Doppelalbum. Klingt ein bisschen mehr elektronischer wie die alten Sachen, die waren gitarrenlastiger. Aber trotzdem ein wunderbares Album. Das höre ich mit dem einen Freund gerne. Und ein anderer Kollege steht eher so auf die härtere Sachen. Da habe ich mal hier rausgesucht, Korn, Follow the Leader. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Album. Wie gesagt, da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Es sind zwei Platten drin, aber es ist nur ein einfaches Cover. Ich habe das mal so in eine Doppelhülle gepackt hier. Korn, wie gesagt, etwas härtere Gangart. Frage Nummer 9 von Andy Vinyl, auch wieder nicht ganz so einfach zu beantworten, zumindest für mich. Und zwar hat er gefragt, hast du ein reguläres Album einer Band oder eines Interpreten, das in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Cover-Varianten erschienen ist? Ich habe mal geschaut und zwar habe ich hier von den Beatles, This the Beatles, ich habe die UK-Pressung und ich habe gesehen bei Discogs, dass die deutsche Pressung zum Beispiel oben einen grünen Balken statt diesen weißen Balken hat. Ich versuche mal noch ein Bild einzublenden, damit ihr das seht. Das ist eigentlich so die einzige Platte, die mir jetzt spontan eingefallen ist, wo ich schon mal in mehreren Farben gesehen habe. Wobei mir da nicht ganz klar war, sind das verschiedene Pressungen oder sind das verschiedene Länder mit verschiedenen Covern.
Aber so wie ich jetzt gelesen habe, scheint das mit den Farben doch was mit den Ländern zu tun haben. Das Grün, wie gesagt, für Deutschland. Ich glaube, Grün war nur Deutschland. Ich schaue mal gerade. Genau, Grün ist irgendwie nur Deutschland. In Weiß gibt es dann auch noch eine indische Pressung. Dann haben wir hier noch eine Pressung von den Philippinen, Australien. Obwohl Australien sieht auch noch mal ein bisschen anders aus. Ah, ne, ist eine Kassette, ist keine Schallplatte. Also da gibt es wohl mehrere Varianten. Wie gesagt, ich habe die Weiße und das ist eine UK-Pressung. So, Halbzeit. Da holen wir uns mal ein saarländisches Getränk, bevor man da jetzt verdorchte noch. Meint ihr doch noch ein paar Fragen zu beantworten, ne? So, Prost hauen drin, gleich geht's weiter. Frage Nummer 10 kommt von Secrets on Vinyl. Und zwar, welch eine Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben? Da gibt es natürlich sehr viele. Ich habe mal letzt stellvertretend eine Platte ausgesucht, mal eine ganz andere Richtung. Und zwar geht es um The Prodigy, No Good Start a Dance. Das ist eine Maxi-LP. Von 1996 ist dreimal das gleiche Lied drauf, auf der A-Seite. Einmal der Originalmix, dann ein Bad For You Mix, auf der B-Seite dann ein Bolens Museum Mix. Ja, ist eine ganz fantastische Scheibe, habe ich früher rauf und runter gehört. Von daher würde ich mich von sowas nie trennen. Ich würde sowieso keine Schallplatten hergeben, weil irgendwann hört man es doch mal wieder. Und es ist immer wieder mal ein Spaß, nochmal in seinen alten Schätzen rumzuwühlen und dann irgendwie sowas nochmal rauszugraben und zu denken, mein Gott, war man früher jung. Von daher, das ist in meinem Regal und bleibt auch auf jeden Fall in meinem Regal. Frage Nummer 11 von Guido der Vinyl-Junkie. Welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft und vor Ort von einem Bandglied signieren lassen? Ja, das Album habe ich bei einer anderen Challenge schon mal vorgestellt. Ich stelle es trotzdem noch mal vor, weil es das einzige Album ist, das ich tatsächlich auf einem Konzert gekauft habe und dort auch unterschrieben bekommen habe. Und zwar geht es um das Album von Clouseau, Stadtrand Lichter. Das ist 2014 auf Text und Ton erschienen. Ein wunderbares Album, ein Doppelalbum. Und zwar war ich da auf einem Konzert, habe mir die Platte dort gekauft und anschließend, wie das Konzert Richtung Zugabe ging, habe ich die Platte hochgehalten. Clouseau meinte dann, ob ich die Platte vielleicht nach vorne reichen wollte oder ob ich die jetzt die ganze Zeit in der Hand behalten möchte. Da habe ich die Platte nach vorne gereicht. Die haben es dann mitgenommen, sind von der Bühne verschwunden, haben es dann alle unterschrieben, also die komplette Band. Und anschließend kam dann der Gitarrist nochmal nach vorne, schaute in die Menge, gab die Platte Clouseau und sie wussten aber nicht so richtig, wo sie hingehört. Ich habe die Hand gehoben und dann kam die Platte tatsächlich unterschrieben nochmal bei mir an. Wie gesagt, habe ich schon mal vorgestellt, aber der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gesehen. Das ist die einzige Platte, die ich auf dem Konzert gekauft habe und dort auch unterschrieben bekommen habe. Also von daher, das ist mein Beitrag zu dieser Frage. Frage Nummer 12 kommt von Podcast Was mit Rock und Vinyl. Welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer gehabt hast? Oh Gott, das ist schon Jahrzehnte her, aber ich kann mich noch daran erinnern, ganz früher war das so, man hat die Tanzschule besucht, die erste Liebe war da und man hat dann auf irgendwelche Platten damals geschwurft und getanzt und das war damals bei uns Dirty Dancing zum Beispiel und da ist die ein oder andere Träne auch mal geflossen. Von daher, wenn mal Liebeskummer angesagt war, ist diese Platte auch schon mal gelaufen. Aber wie gesagt, das ist schon Jahrzehnte her. Ich bin mittlerweile glücklich verheiratet, weiß nicht mehr, was Liebeskummer ist. Von daher, ja, ist schon lange her. Ich zeige es mal ganz kurz noch. War auf RCA damals erschienen. Ja, und die Platte ist von 1987. Frage Nummer 13 kommt wieder von einem Podcaster, und zwar von Nadelneu, der Vinyl-Podcast mit Max und Flo auf Spotify. Und zwar möchten die wissen, welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst? Ja, da ist ja schon öfters darüber gesprochen worden. Kunst ist ja irgendwie jedes Album, aber ich habe mich für dieses Album entschieden, und zwar von Porcupine Tree, Deadwing. Das Cover ist irgendwie geheimnisvoll, irgendwie unheimlich und so düster, auch wenn man es aufklappt. Ich hole mal gerade das Inlay raus. Von den Farben hier orange, hinten dann nochmal so, auch so grau-braun. Hier dann noch die Innenhülle mit dem Kind drauf, das hier im Wald sich verirrt, hier liegt. Das hat irgendwas und hat in meinen Augen auch was mit Kunst zu tun. Der Künstler hat sich bestimmt was dabei gedacht, warum diese Person hier so schwarz im Vordergrund ist und hinten so auf den See oder auf das Gewässer blickt. Man kann es interpretieren, wie man es will. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr gelungenes Cover. Ganz nebenbei auch ein fantastisches Album, Porcupine Tree, höre ich sehr gerne.
Und Deadwing ist in meinen Augen eins der besten Alben von ihnen. Von daher ist das meine Antwort auf die Frage Nummer 13. Frage Nummer 14 kommt von Vinyl Addict. Der will wissen, welche deiner Schallplatten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltete sich am schwierigsten? Da habe ich die Platte ausgesucht von Tim Neuhaus, Yindi. Und zwar, Tim Neuhaus ist der Drummer von Clouseau. Tim Neuhaus spielt bei der Blue Man Group mit. Tim Neuhaus ist ein Singer-Songwriter, der auch eigene Alben veröffentlicht hat. Und zwar, dieses Album hat er damals in Eigenregie bei sich zu Hause aufgenommen und das dann eigentlich nur auf Konzerten selbst verkauft. Wie kam ich zu dem Album? Ganz einfach, ich habe Tim Neuhaus angeschrieben und nach einem bestimmten Album gefragt, ob ich das vielleicht handsigniert haben könnte. Das hat er mir auch zugeschickt und als Bonus hat er mir dieses Album noch dabei gemacht und das auch noch unterschrieben. Das Album ist sehr experimentell, alles auf Englisch. Er hat alles selbst eingespielt, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesang, das Ding selbst abgemischt. Also ein super fantastisch geiles Album von 2009. Ich zeige mal noch kurz die Platte. Auf der einen Seite ein grünes Label, auf der anderen Seite ein rotes Label. Ganz einfach gehalten. Wie gesagt, Tim Neuhaus, Yindi, wenn man es mal irgendwo hören kann. Ich glaube, bei Spotify kann man streamen. Aber wie gesagt, zu kaufen, das wird sehr schwierig sein. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Platte in meinem Regal habe. Frage Nummer 15 kommt von Tonkunststube oder auch Mini-Klangwunder. Und zwar, welche Schallplatte in deiner Sammlung hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Ich habe eine Platte von 1954 und zwar, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, auch auf den Zustand von der Platte. Und zwar ist das die Electrola Schlagapparate 1 und 2 auf einer 10-Inch-Platte. Das kam, wie gesagt, auf Electrola raus. Da sind zum Beispiel Sachen drauf wie die Picos oder auch Paulchen am Klavier, Wolfgang Sauer, die Isa Spatzen, Bibi Jones, Camillo Felgen, Barbara Kist. Also alles bekannte Sachen von damals. Und die Platte sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Schaut mal, wie die gemacht ist. Hier noch mit diesem Hund an diesem Grammophon, ganz, ganz klassisch. Das ist eine Monoplatte und so schaut sie hinten aus. Und das Besondere daran, ich hole sie mal raus, das Inlay steht hier noch drauf, der gute Ton. Und hier auf der Seite ist ein Hinweis, bitte hier in die Außentasche einschieben. Also damals hat man sich noch richtig Mühe gemacht und die Platte selbst auch noch wunderbar. Das ist halt Qualität, ne? Das ist, die fühlt sich super an, die ist ganz, ganz ohne Grat, ist ein sehr schönes Label. Hat ein paar Kratzer, klar, aber lässt sich immer noch sehr gut abspielen. Und die habe ich von meinem Opa damals geerbt, beziehungsweise der hat es an meinem Vater vermacht und der hat es dann irgendwann mir vermacht und die habe ich jetzt auch schon in meiner Sammlung. Und wie gesagt, das ist das Älteste, was ich in meiner Sammlung habe. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen, aber die gehen nicht ganz so weit nach hinten zurück. Und zwar habe ich hier noch die Beatles, eine Single, Lady Madonna und Inner Light. Das ist von 1968, glaube ich, genau. 1968, eine Originalpressung. Dann haben wir hier noch zwei so Sachen wie von Polydor gab es das damals, 4 auf 1 Schlag. Das waren dann 4 Lieder auf einer Platte. Das war auch in den 50er Jahren irgendwann rausgekommen. Oder auch hier Bonjour Katrin. Folge 1, da war zum Beispiel drauf Katharine Valente, Kurt Edelhagen, Silvio Francesco, Peter Alexander. Es sind also auch 4 Titel drauf, war auch eine Polydor-Platte und das war auch Mitte der 50er, Anfang der 60er, glaube ich, rausgekommen. Auch eine Originalplatte natürlich und ja, bei mir auch im Regal drin. Frage Nummer 16 kommt von Semi Erleben und zwar, welche Platte hat dich in eine komplett andere Welt oder neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert? Da möchte ich gerne 2 Platten zeigen. Da geht es um 2 ganz verschiedene Richtungen. Und zwar starte ich mal mit Peter Herbolzheimer Rhythm Combination in Press. Das ist das Album Fat Man 2, A Tribute to Swing. Das ist von 1982, wurde damals in Baden-Baden in den Studios aufgenommen beim Südwestfunk. Das hat mir so ein bisschen die Richtung eröffnet damals, oder die Welt eröffnet, mit Swing, Big Band Musik und auch so teils Jazz. Das kam auch von meinem Vater. Wir waren damals auf dem Konzert, da war ich noch ein junger Bub. Und das hat mich so fasziniert.
Und seitdem bin ich da so eingetaucht in so Big Band Musik, Orchestermusik und so weiter. Und das war so der Opener dafür. Dann die zweite Platte, die ich euch zeigen möchte, ist von den Beastie Boys. Und zwar damals mit ihrem Nummer 1 Album Fight for Your Right. Das kam 1986 raus. Das hat mir so die Welt des Hip-Hops eröffnet damals. Ein ganz fantastisches Album. Also das war jetzt nicht das erste Album, das ich damals von den Beastie Boys gehört habe, aber das wollte ich stellvertretend jetzt mal zeigen für die Richtung. Kennt auch jeder, ein ganz besonderes, ganz bekanntes Album und eine Originalpressung von damals. Und da bin ich sehr froh darüber, die noch zu haben, beziehungsweise die überhaupt zu haben. Und Beastie Boys gehen bei mir immer, von daher hat mir das auch eine neue Welt damals eröffnet. Frage Nummer 17 kommt von Mospit Passion vom Kayo. Und zwar, welche Platte ist deine Lieblings-Bootleg oder Counterfeit? Mein lieber Kayo, da hast du mir ganz schön ein Bein gestellt und ich muss dir sagen, auch wenn ich deinen Kanal noch so sehr mag und dich sehr, sehr schätze, ich kann dir leider diese Frage nicht beantworten, da ich keine Bootlegs besitze. Ich habe mal durchgeschaut, aber ich weiß auch auswendig, dass ich sowas nicht habe und von daher muss ich bei dieser Frage leider, leider passen. Tut mir leid, Kayo. So, letzte Frage. Kommt von Plattenpanorama. All Killer, No Filler. Auf welchem Album gibt es nur gute Songs? Da habe ich gar nicht lange müssen überlegen, habe mir direkt das Album von The Cure geschnappt, und zwar Disintegration. Das Original kam 1989 raus. Hier, das ist eine Wiederveröffentlichung von 2010. 2x180 Gramm Platten, digital remastered from the original Mastertape bei Robert Smith. Das ist klanglich eine ganz fantastische Platte. Und hier sind wirklich nur Knaller drauf. Von Anfang an bis zum Ende. Da ist nichts drauf, was mir nicht gefällt. Kleiner Auszug hier zum Beispiel. Plain Song, Pictures of You, Close Down, Love Song, Less Dance, Lullaby, Fascination Street. Was haben wir noch? The Same, Deep Water as You, Disintegration, Homesick, Untitled. Also es ist wirklich nur, ja, das, da geht einem das Herz auf. Das sind richtig, richtig coole Nummern von The Cure. Ich mag The Cure sehr, aber das ist mein Lieblingsalbum mit Abstand. Von daher hier, ja, ich wüsste jetzt hier kein Lied, wo ich rauspicken müsste, wo ich sagen würde, naja, hätte nicht drauf gemusst. Also wirklich, da passt alles. Das habe ich selten oder eigentlich gar nicht bei irgendwelchen Veröffentlichungen, aber hier passt es einfach hundertprozentig. Ich zeige es mal noch kurz von innen. Hier ist noch eine Platte drin. Die andere habe ich hier liegen. Ja, also wie gesagt, ein ganz fantastisches, schönes Album. Leute, das war's. Wir sind durch. 18 Fragen haben wir geschafft. Und ich möchte nochmal sagen, hier steht der Spaß im Vordergrund. Auch wenn alle Fragen nicht so hundertprozentig erfüllt wurden. Ich denke, es sollte der Unterhaltung dienen. Und ich hoffe, das habe ich einigermaßen geschafft. Ein riesengroßes Dankeschön geht natürlich an Timo von Vinyl und Raus. Der hat die ganzen Fragen zusammengetragen. Er hat sie dann verschickt per E-Mail. Er hat uns jetzt noch die ganzen Verlinkungen gemacht. Er hat uns die Kanäle zugesendet, die alle mitgemacht haben. Das alles koordiniert und organisiert. Das ist eine Schweinearbeit gewesen. Also dafür nochmal Respekt und vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank an die ganzen Leute, die ganzen Kanäle, die mitgemacht haben. Es waren ja jetzt sehr viele Kanäle dabei, die letztes Jahr gar nicht existierten. Von daher bin ich sehr gespannt, was diese noch alles produzieren und freue mich da riesig drüber. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht hat euch mein Beitrag auch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gerne ein Abo da lassen, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann.